Fortschritt für den Frieden im Ost-Ukraine-Konflikt. Kiew und prorussische Separatisten haben am Sonntag mehr als 200 Gefangene ausgetauscht. Der ukrainische Präsident Wladimir Selenskyj begrüßte die ehemaligen Gefangenen bei ihrer Ankunft in Kiew. Ergreifende Szenen spielten sich ab. Menschen lagen sich in den Armen. Selenskyj hatte nach seiner Wahl im April den Frieden in der von prorussischen Separatisten kontrollierten Donbass-Region als wichtigstes Ziel erklärt. Es geht mir gut, weil ich frei bin. Ich bin ein freier Mensch. Endlich kann ich mich frei bewegen. Niemand kann mich hindern. Niemand wird mir befehlen, mich hinzustellen und die Arme hinter den Kopf zu nehmen. Ich bin aus Luhansk. Ich hatte meine Eltern besucht und wurde vom Militärgericht wegen Hochverrats zu 12 Jahren verurteilt. Ich habe ein Kind zu Hause. Ich habe etwas, wofür es sich zu leben lohnt. Ich habe mich so auf diesen Tag gefreut. Zur Anzahl getauschter Gefangener machten beide Seiten unterschiedliche Angaben. Selenskyjs Büro teilte über Twitter mit, 76 ukrainische Gefangene seien nun in Sicherheit. Die Separatisten erklärten, 123 seien aus Kiew gekommen und 77 nach Kiew gebracht worden. Als die ukrainischen Sicherheitsdienste mich ins Gefängnis brachten, weigerten sich die Gefängnisbehörden 5-mal, die Verantwortung für mich zu übernehmen. Sie sagten, bringt diesen Toten weg, er lebt nicht mehr. Der Gefangenenaustausch war Teil der Vereinbarung, den die Ukraine und Russland in diesem Monat auf einem Gipfel ausgehandelt hatten, um den 5-jährigen Krieg in der Ostukraine zu beenden. Der Gipfel in Paris fand unter Vermittlung von Deutschland und Frankreich statt. Der gegenseitige Austausch von Gefangenen sei jetzt abgeschlossen, so Selenskyj. Gemeint sind damit alle bekannten Gefangenen. Ob und wie viele Menschen auf beiden Seiten immer noch festgehalten werden, ist unklar.